Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Die Firma XP-Pen hat mir ein neues Grafiktablet zur Verfügung gestellt und das werden wir uns heute mal anschauen. Vorab, wenn ihr euch allgemein über Grafiktablets informieren wollt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zur Seite von XP-Pen. So, starten wir los mit dem Video. Wie ihr wisst, gibt es auf meinem Kanal gelegentlich mal Zeichenstreams, wo ich das XP-Pen Star 06 Wireless Grafiktablet benutze. Dieses Grafiktablet besitzt keinen Bildschirm und ist meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Grafiktablet für Einsteiger. Und ich war bis zuletzt ziemlich zufrieden mit diesem Produkt. Nun durfte ich von der Firma XP-Pen ein neues Grafiktablet mit Bildschirm ausprobieren. Und zwar das Artist 12 Second Generation. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ich ziemlich zufrieden bin. Aber alles der Reihe nach. Beginnen wir mal mit dem Lieferumfang. Das Grafiktablet gibt es in 4 verschiedenen Farben. Blau, Grün, Schwarz und Rosa. Da mir Schwarz irgendwie zu Standard war, habe ich mich hier für das Blaue entschieden. Zusätzlich bekommt man wieder einen Zeichenhandschuh, einen Stift und die nötigen Kabel dazu. Für den Stift gibt es auch wieder ein paar Einsätze. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass man für einen Mac ein eigenes Kabel braucht, das man separat bestellen muss. Außerdem wäre eine Halterung für das Grafiktablet definitiv zu empfehlen. Denn diese ist auch nicht im Lieferumfang mit enthalten, sollte man aber definitiv dazu kaufen. Ich werde das definitiv noch nachrüsten und habe jetzt provisorisch etwas selbst zusammengebastelt. Ich finde es auch etwas schade, dass es hier keine Halterung für den Stift gibt. Wenn wir schon beim Stift sind, ich bin der Meinung, dass der Stift vom Artist 12 viel besser in der Hand liegt als der vom Star 06. Er hat eine rauere und matte Oberfläche im Vergleich zu dem Stift vom Star 06 Grafiktablet. Man merkt auch einen ziemlichen Qualitätsunterschied bei dem mitgelieferten Zeichenhandschuh. Denn dieser fühlt sich wesentlich besser an als der meines alten Grafiktablets. Das Verkabeln des Grafiktablets ist grundsätzlich eigentlich ziemlich einfach. Wir haben hier 2 USB-Stecker, einen HDMI-Stecker und einen USB-C-Stecker. Der USB-C-Teil kommt ans Grafiktablet und der Rest an den PC. Und damit können wir dann auch schon losstarten. Den Treiber für das Grafiktablet könnt ihr ganz normal auf der Homepage von XP-Pen runterladen. Und nachdem ich die Einstellungen ungefähr angepasst habe, habe ich auch schon losgezeichnet. Und ähnlich wie beim Star 06 braucht es eine kurze Eingewöhnungszeit, aber dann war ich absolut zufrieden. Ich habe mittlerweile in 2 Zeichenstreams damit gezeichnet und auch schon ein paar Zeichnungen damit fertiggestellt. Und ich kann dieses Grafiktablet nur empfehlen. Denn auch wenn ich mit dem Star 06 bis zuletzt ganz zufrieden war, finde ich, macht es doch einen großen Unterschied, ob man jetzt zum Zeichnen immer nur auf dem PC-Bildschirm schauen muss oder direkt am Grafiktablet sieht, was man zeichnet. Der Bildschirm hat eine Größe von 11,9 Zoll und die finde ich ziemlich angenehm. Ich würde allerdings nichts darunter empfehlen. Denn je kleiner das Grafiktablet ist, desto mehr muss man da mit Zoomen arbeiten und das finde ich gerade beim Zeichnen etwas störend, wenn man andauernd raus- und reinzoomen muss. Alles in allem ein ziemlich tolles Grafiktablet. Der Preis hierbei beträgt 240 Euro. Ich finde, für die ganzen Funktionen, die es hat, ist der Preis angemessen. Da ich mich technisch nicht sonderlich auskenne, erspare ich euch hier die ganzen technischen Details und empfehle den Leuten, die sich für die technischen Details interessieren, sich die Homepage durchzulesen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als Schlussresümee kann ich das Grafiktablet einfach nur empfehlen. Die Zuschauer, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich in letzter Zeit eher weniger Zeichenstreams gemacht habe, aber dieses neue Grafiktablet, vor allem auch hier mit Display, motiviert mich ziemlich, in Zukunft wieder öfters zu zeichnen. Das Zubehör sowie alle anderen Produkte von XP-Pen findet ihr auf der Homepage. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei XP-Pen bedanken und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen von euch bei der Suche nach einem neuen Grafiktablet hier behilflich sein konnte. Bis zum nächsten Mal. Ciao!